So, Freunde, willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Bundesliga-Spieltag, zum 33. Und zwar zum letzten Heimspiel von Hannover 96 in der Bundesliga, bevor es nächstes Jahr in die zweite geht. Bundesliga-Tipps hier zum Samstag, dem 7.5.2016, weil an diesem Spieltag alle ja, gleichzeitig spielen. Ist ja an den letzten beiden Spieltagen in der Bundesliga immer so und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, sondern fangen sofort an mit dem ersten Spiel Schalke gegen Augsburg. Ich habe ein 2:0 für Schalke getippt, weil Schalke 2:0 gewinnt. So. Zum nächsten Spiel habe ich getippt Gladbach-Leverkusen 2:1 für die Fohlen-Elf, weil ja, Gladbach heimstark ist und ja, denke ich mal, gegen Leverkusen morgen gewinnen wird. Wolfsburg ist zu Gast in Hamburg. Wusste ich erst nicht, was ich tippen soll, weil Wolfsburg ja echt scheiße spielt zurzeit. Na, deswegen bin ich gespannt, was das morgen wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ein 1:1 wird, weil ich die Partie relativ schlecht einschätzen kann. Kommen wir zum nächsten Samstagsspiel Stuttgart gegen Mainz. Da habe ich 1:0 für Stuttgart getippt. Ich würde sagen, die Davi macht das Tor und Stuttgart wird knapp, aber verdient gewinnen. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Frankfurt empfängt Borussia Dortmund. Das ist ein ganz klarer 3:0-Sieg für die Dortmunder, weil Frankfurt mit absteigen wird und Dortmund sich den Auswärtssieg holt. Macht die Meisterschaft jetzt auch nicht besonders spannend, weil Bayern 2:0 gegen Ingolstadt gewinnt und somit die Meisterschaft halt am 33. Spieltag klar macht. Und ja, haben sie ja letzte Woche verpasst, aber bringen sie dieses Mal hin, denke ich mal. Was eigentlich schade ist, weil ich gerne gehabt hätte, dass Dortmund Meister wird. Naja, das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum nächsten Spiel, Köln gegen Bremen. Da habe ich 2:1 für Bremen getippt, 1:2 aus der Sicht der Kölner, weil ja, Bremen zurzeit echt gut ist und sich deswegen den verdienten Auswärtsdreier in Köln holt. Kommen wir zu meinen Roten. Hannover gewinnt morgen 3:1 gegen Hoffenheim. Ich bin auch im Stadion übrigens und ich denke, dass das eine relativ souveräne Leistung wird von Hannover. Gehe ich mal von aus. Ich kann auch mich komplett vertun, aber ich denke einfach mal, dass das so ausgehen wird. Und kommen wir zum letzten Spiel. Berlin empfängt die Lilien aus Darmstadt und Hertha wird das 1:0 gewinnen. Ihr habt ja jetzt nochmal die Tipps. Die habe ich hier liegen. Und ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Aber das sind so meine Tipps. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut da rein. Bis dahin. Wunderschönen Tag noch und ciao.